Freunde. Heute ist Sonntag, Mitte Oktober. Ich werde noch eine Tour machen, eine kurze, glaube ich, 58 Kilometer. Ich starte hier von zu Hause, vom Goldberg. Dann fahre ich nach Weil der Stadt und weiter nach Mühlhausen. Dann mache ich eine Schleife und dann fahre ich wieder zurück über Weil der Stadt nach Sindelfingen auf den Goldberg. Jetzt ist es zwar bewölkt noch, aber ab 11 Uhr soll die Sonne sich zeigen. Warm ist genug, glaube ich, 15 Grad inzwischen. Ich weiß nicht, unterwegs werde ich mich sicherlich ein bisschen ausziehen müssen. Ich gucke, wie die Gegend hier im Herbst aussieht. Das möchte ich euch zeigen. Also wenn ihr Lust habt, kommt bitte mit mir, schaut euch die hübsche Gegend hier an. Nach Weil der Stadt reinkommen. Die Stadt ist bekannt erstmal durch den Johannes Kepler, den Astronomen. Und dann befindet sich immer am Sonntag vor dem Aschermittwoch ein Faschingsumzug. Die Faschingsgemeinschaft heißt hier AHA. Deswegen auch dieser Ruf hier, aha, wunderschöner Umzug. Es dauert sogar ein paar Stunden, so lang ist das hier. Durch die Corona
Pandemie natürlich ist entfallen, aber ich hoffe, dass jetzt wieder im neuen Jahr stattfindet, weil sich lohnt, das anzuschauen. Das ist, glaube ich, immer Sonntag um 13 Uhr. Da kann man mit Auto fahren, auch mit Fahrrad, auch wenn das ein bisschen kühl ist. Und wirklich die Wege, die da durch die Stadt fahren, die sind natürlich sehr interessant. Würde ich das jedem empfehlen. Mal gucken, vielleicht schaffe ich dieses Jahr oder ihr auch, wenn ihr Lust habt. Die Sonne ist jetzt unter den Wolken rausgekommen. Es wird immer schöner. Ich bin jetzt mal in der Stadt, hier wo die Figuren vom Faschingsumzug sind, also so Denkmal, so Brunnen mit Denkmal zusammen. Es ist sehr schön. Hier sind auch Eisdielen in der Nähe. Gut, jetzt brauche ich das im Moment nicht, aber sonst sind hier beim sehr schönen Wetter auch sehr viele Leute, vor allem mit Kindern, weil das macht den Kindern auch Spaß. Und hinter mir hat man gerade gehört, die Glocken oder hört man, das ist die große katholische Kirche hier in Walderstadt. Die ist direkt auf dem Marktplatz, da wo auch Johannes Kepler Denkmal ist.
Inzwischen bin ich zum zweiten Mal nach Weilestadt gekommen. Ich habe so eine Schleife gemacht. Jetzt werde ich nach Schaffhausen fahren. Das ist Stadtteil von Weilestadt. Und dann weiter nach Döfingen, Maihingen und dann Richtung Sindelfingen-Goldberg. Kilometer nach Hause, aber trotzdem kann ich hier eine kleine Pause machen zwischen zwei Skulpturen hier. Das ist ein Fahrradweg, wo viele Leute unterwegs sind, auch Fußgänger mit den Hunden, mit Kindern. Da in der Entfernung ist eine Straße, viel befahrbare Straße, aber trotzdem kann man das hier genießen zwischen den Wäldern. Muss ich noch gucken, was da hinter dem Feigenblatt ist. Das ist gut. Kein Trinkwasser. Das will ich nicht trinken. Fazit. Ich bin jetzt wieder nach Sindelfingen gekommen. Bis nach Hause habe ich noch 2,5 Kilometer.
Ich befinde mich auf dem Gelände der ehemaligen Landesgartenschau, Sommerhofenpark. Ich habe heute zwar nicht große Strecke gemacht, da werden am Ende 58 Kilometer. Aber ich muss sagen, ich wohne schon 35 Jahre hier in der Gegend, in der Ecke. Und trotzdem bin ich heute zum ersten Mal durch Ortschaften gefahren, die ich noch nie gesehen habe. Das ist erstaunlich. Und ich dachte, ich kenne jeden Fleck hier bei uns. Also wenn ich jetzt alles kennenlerne, dann muss ich mir langsam überlegen, wo ich als eines Tages als Ruhestände umziehe. Weil wenn ich dann im Ruhestand sehr viel Zeit habe, dann natürlich hier wird langweilig. Weil ich, wie gesagt habe, jede Ecke kenne ich schon. Also, wenn euch das Spaß gemacht hat, dann ist es schön. Vielleicht habt ihr mit mir bis zum Ende ausgehalten. Dann bedanke ich mich. Also wenn ihr was zum Sagen habt, könnt ihr Kommentar schreiben. Oder Daumen hoch, Daumen runter, wie ihr wollt. Ich nehme jede Kritik an. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.